Von Hamburg nach Travemünde, also herzlich willkommen zum Euro Truck Simulator 2. Wir starten hier in Hamburg und haben 134 Kilometer Fahrt vor uns. Dieses Spiel ist schon älter, ich erwische mich aber immer wieder dabei, wie ich das ab und zu mal spiele. In dem Fall fange ich nochmal von vorne an. Mein Anhänger ist bereits angehängt und ich kann direkt mich an der Minimap unten rechts orientieren, um zu starten. Und da habe ich direkt schon mal einen Unfall verursacht. Am Anfang ist das egal, auch wenn ich hier das Tutorial übersprungen habe, ist das doch irgendwie so eine Art Fortsetzung des Tutorials. Das Spiel ist relativ gnädig hier bei dieser ersten Fahrt. Danach wird es dann manchmal relativ kleinlich, das Überfahren von roten Ampeln, das Übertreten von Geschwindigkeitsbegrenzungen, Schäden am eigenen Fahrzeug, Schäden an der Ladung, all das verursacht hohe Kosten, wie ihr im Tutorial bzw. im Intro gelesen habt, fahren wir hier für eine andere Spedition. Das ist nicht mein LKW. Und das Problem ist, dass ich meinen eigenen LKW mir erst ersparen muss. Leider bleibt da nicht viel übrig, wenn ich hier Unfälle baue, Verkehrsregeln missachte und so weiter. Deswegen versuche ich hier halbwegs anständig zu fahren. Uah. Und hier habt ihr schon mal mitbekommen, dass es unsichtbare Wände gibt im Spiel. Das ist ein bisschen schade, weil an sich ist das Spiel eben gut. Mir gefällt das. Ich weiß nicht, warum die Entwickler hier künstlich die Maps begrenzen. Wieso man das nicht hat anders lösen können. Ich habe keine Ahnung. Aber gebremst. Ich muss mich jetzt mal konzentrieren. Ab auf die Autobahn. Und dann geht's eben nach Travemünde. Ach ja. Deutsche Autobahn. Ich habe vorhin schon mal eine Aufnahme gemacht, da bin ich testweise in Dänemark gestartet. Uah, das ist ganz schön komisch, wie die ihre Brücken bauen, ihre Einfahrten und so weiter. Da auch einige Unfälle gebaut und auf der deutschen Autobahn fühle ich mich zumindest etwas sicherer, auch wenn man hier nur 80 fahren darf. LKW-Fahrer, das ist ein bisschen schade. Aber hier ist Platz. Die Verkehrszeichen kommen mir bekannt vor.
habe ich mich dann halt jetzt für die eigentliche Aufnahme dann doch für Deutschland entschieden. Lübeck, Travemünde noch 70 Kilometer. Uah, das war auch nicht beabsichtigt. Muss hier etwas sorgsamer fahren. Jetzt geht's Richtung Rostock. Und ich wäre beinahe falsch abgebogen. Noch 50 Kilometer bis zum Ziel. Normalerweise muss man hier auch tanken und schlafen und sein Fahrzeug reparieren. Aber eben erst dann, wenn man auch ein eigenes Fahrzeug hat. Im Moment fahre ich ja noch für die Spedition. Weiter nach Travemünde. Vorfahrt beachten. Ich hoffe mal, da kommt jetzt nichts. Ah, und da sehe ich schon mein Ziel, 18 Kilometer entfernt. Gleich nach rechts. Erster Aufenthalt in Travemünde und damit sind wir auch schon am Ende dieses kleinen Videos. Wie gesagt, mir macht das Spaß. Ab und zu finde ich das ganz entspannt, hier durch die Gegend zu fahren. Allzu lang kann ich das hier auch nicht spielen. Lasst gerne mal einen konstruktiven Kommentar da. Vielleicht gibt es hier noch ein zweites Video in der Art, wenn ihr mögt. Das ist allemal besser wie der Fernbus-Simulator, den ich zwar noch nie gespielt habe, aber ich habe mir da schon einige Videos reingezogen zu dem Thema. Ich glaube, hier muss ich hin. Da geht jetzt auch das Tor auf. Eine echte Herausforderung ist übrigens auch rückwärts einparken. Das spare ich mir aber in dem Fall. Ich bin gerade in Eile. Das war mein erster Auftrag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, checkt gerne meine anderen Videos ab.